Okay. Jetzt sollen wir Moto halt töten. Das ist wieder nach vorne hin. Aber ich guck gerade mal, gibt's, hier haben wir noch andere Quests. Ja, da können wir, kommen wir so oder so noch hin. Dieses Weib ist... Ah, das kriegen wir gleich hier. Bleiben wir gleich hier. Gehen wir ein bisschen weiter vor, genau. Da kriegen wir das mit das den beiden. Das ist hier gleich, okay. Ah, ich bin gerade wieder der Minenmann. Der Minenmann. Ein M&M. Oh. Hier irgendwie hoch. Mal. Ermutigen Sie Ihre Familie, Original Atlas-Särge zu kaufen, damit Ihre zerfetzten Überreste ein Leben lang halten. Ah ja. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo das schon ist. Was macht die Drohne? Oh, nein, 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 ich bin groß. Ich glaube, die Gegend mal ein bisschen zu vermieden war gar nicht mal so schlecht. So, ich gehe immer. Minen werden aber nach einer Zeit zerstört. Ja. Naja. Ja, ist so. Kleinigkeiten. Klappt. Und zack, hat das wieder alles weggegrapscht. Was? Nichts. Fühlst du dich angesprochen? Extremische Hälfte. Irgendwas. Ihr braucht die doch. Das Ding ist ganz nett. War mal schön ausgestattet zu haben. So, Shorty, du bist dran. Außerdem brauche ich immer noch Geld. Ach, jetzt beschwerst du dich wieder, dass du Geld brauchst. Ja, natürlich. Jetzt brauchst du dich nicht beschwert, dass du Geld brauchst. Jetzt brauchst du wieder Geld. Ja, ich habe ja auch eingekauft. Wer ist tot? Aber lass doch erstmal die anderen nachgucken. Bevor du alles wegschnappst. Ja, wenn es was Gutes ist, dann sagt einfach einer Bescheid und ich bin gerade. Ah, nee, da ist er ja. Ich wollte gerade sagen, kann sein, dass nicht. Das ist das Problem. Aber ich wollte gerade sagen, kann sein, dass der nicht da ist und genau in dem Augenblick erscheint er vor meinem Gesicht. Commander! Nein. Ja, das ja, die hatten wir doch schon mal. Ist so eine Stellung. Ever. An der. Der Kerl, also irgendwie. Ich versuche, aber nein. Ah, ich habe eh gedrückt. Danke. Oh nein, das geht auf mich. Na toll. Wie bin ich gleich hier? Was? Nein. Ich glaube, Yoshi ist auch gestorben. Yoshi ist sich nicht sicher, ob er Spaß hat. Hat ja einen gesagt. Wann hat er jemals Spaß, ne? Everyday. Die wird Carbo nicht brauchen. Hier ist was für Jäger, aber ich glaube, du skillst lieber auf Dingens Science. Hier sind zwei Schottis. Beim Birdie. Schottis, dann nehme ich die weiße. Schottis. Oder warte mal, ich tu mal die. Warte mal. Könnte das vielleicht jemand. Wolf sind zu verkaufen, ja. Können wir mal gebrauchen. Ja, verkaufen tue ich mittlerweile alles. Meine Seele, meine Moral, mein Gewissen, mein Kanal. So. Crap Loot? Stimmt, die haben ja erstmal Schild, da kann ich doch erstmal hier mit. Kann ich doch erstmal damit. Oder so, geht auch. Oder hier mit. Hallo Minerva! Wie geht's dir? Hallo Commander! Das Lustige ist, dass die jetzt auch noch da ist. Vom letzten Mal. Ja, Säuregeschütz. So, das hört sich so krass an, wie der da unten gerade stirbt. So richtig gehend schmerzhaft. So. Oh Gott! Sieht irgendwie auch aus. Den Auto mal. Ich meine, das ist wirklich ein sehr brutaler Tod, ja? Oh, hier ist was für Kabu. Ja, guter Kontakt, das könnte für Kabu sein. Ja, ich komme ja schon. Huch. Busch. So. Wo?
Hier unten. Was Leon hat denn? Ja, die Minerva ist mich gerade am töten. Also von daher, ich bin etwas. Wo ist sie denn wieder? Oh. Guter Kontakt. Guter Kontakt. So, jetzt bräuchte ich mal einen Gegner, damit ich sehe, was sie macht. Schaden. Schieß doch einfach so. Typhon? Ach, Typhon ist weiter hinten. Okay, da kommen wir früher oder später sowieso hin. Ich denke mal, das ist ja Typhon. Ich denke mal, das sind wieder alles mit einem griechischen Namen. Oder Typhon. Ja, stimmt. Kyros, Typhon. Ja, okay. Komm. Komm. Komm bitte die Mine raus. Yoshi fährt schnell rückwärts. Ah. Ich glaube, ich treffe den Robo. Oder ihr habt ihn schon. Okay. Sagt ihr mir, wenn eine Kurve kommt? Ich glaube, da ist eine Kurve. Yoshi fährt schneller rückwärts als wow. Du musst vorwärts. Deswegen ist er auch ein Wazer. Solange eure Minen mich nicht treffen. Oh. Upsi, ich glaube, wir sind weich gelandet, glaube ich. Gott sei Dank! Ja, bitteschön! Kann ich euch nicht ein bisschen anschieben, damit ihr schneller werdet? Wow, du schiebst uns jetzt aber ganz gewaltig. Ihr seid echt schnell! Wir sind echt ein Stück schneller, ja. Ja, ungefähr 2 km/h, ne? Ja, wenn man nur 2 km/h fährt, ist es ein Riesenunterschied insgesamt zuvor. Hey, hey, hey! Warum mache ich eine Umdrehung, wenn ihr kurz rückwärts fährt? Kann ich mal vorbei, danke. Ja, ob du es kannst, weiß ich nicht. Kriegt man die auch als Gegner, diese Autos? Ich hoffe nicht. Die tun nämlich weh und halten viel aus. Hoffentlich nicht. Upsi. Das war jetzt auch cool für den. Oh, da ist ein Racer mir vorbeigefahren. Da hatte ich ja gerade noch Glück. Ach du Scheiße. Fein, Feuer. Oh. Moment, vielleicht haben wir die andere auch schon übersehen, weil hier war noch die Codeknacker-Analyse. Ja, Mist, da sind wir dran schon vorbei. Ich tu noch kurz zurück. Ja, mach mal alles gleich auf dem Weg. Wo wir die Codenasch? Was? Codenascher? Ja, genau, die Codenascher. Codenascher. Das wird immer besser, echt. Pum. Pum. Ich glaube, wir sind. Hier. Stopp. Unten. Informationen finden. Stopp da, ja. Spring! Hui! Gell? CD. I? Hast du gefunden? Okay, wunderbar. Oh Mann, heute ist Eiscreme-Tag! Oh, ich lieb den Eiscreme-Tag! Du lieber Gott, was war denn das? Hast du das aufgenommen? Mann, das ist echt gemein. Du bist echt gemein, Derek. Jetzt kriegst du nichts von meinem Eis ab. Es ist trotzdem. Ich weiß. Ich brauche aber den heutigen Zugangscode. Derek, heute warst du für den Code zuständig. Ich bin auf persönlichem Eiscreme-Urlaub. Paragraph 3-5-31 der Dienstvorschrift besagt ganz klar. Wo ist denn der Code dann? Du hattest ihn. Ich hab's doch gesehen. Oh Mann. Oh nein, das ist nicht gut. Verdammt. Ich hab's vermasselt. Was ist denn, Derek? Ich hab blau gemacht, um mir das World's Largest Bullet anzusehen. Ich glaube, ich hab ihn dort verloren. Du hast den Zugangscode verschlampt? Was unser aller Leben gefährden könnte? Beim World's Largest Bullet? Ja, so in etwa. Ah, ich hab meine Eiscreme. Hauptsache, er hat seine Eiscreme. Ah ja. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wo wir hin sollen. Finde das weltgrößte Projektil. Ja, das war ja bei Sunken Sea.
Danke, Sie. War bei der französischen Flotte. Irgendwie klingt das. Jetzt als nächstes. War. Wieder. Ich habe vom Admiral eine Geburtstagskarte gekriegt. Da ist ein Drache drauf und er sagt: Feuer und Flamme für meinen Freund. Und mit einem Feuerstoß zündet er die Kerzen auf einer Torte an. Eigentlich ist das Unsinn. Es ist, als würde man den Rasen mit einer Atombombe mähen. Und gar nicht ich muss dich killen, damit ich hier weg kann. Oder du bringst dich selbst um und ersparst mir die Mühe. Was meinst du? Ja, können wir machen. Das machen wir doch schon die ganze Zeit. Ich stelle mich das jetzt gerade mal zu krass vor. Moment, ich brauche mal eine Atombombe. Ich möchte mal einen Rasen mähen. Weißt du? Das soll ja auch schön grün bleiben. Ja, genau. Danach strahlen die Blümchen. Vor allem beim Untertitel stand Klammern laut. Ich denke mal. Was hat er eigentlich den lacht? So, jetzt ein bisschen weiter. Ich bin nicht mal gefahren und schaut Yoshi schon um. Ich mach wieder die Minen. Plump. Mach das. Steh vor. Oh, direkt vorgeworfen. Jetzt darf er sich nicht. Jetzt hat er sich bewegt. Oh. Hey. Nein, ich wollte rückwärts fahren. Das rückwärts fahren. Ja, dann fahr mal. Jetzt, das war auch ein cooler Move gerade. Fern der aufgebrachten Angeber kann mit dem sofort. Guck mal, da ist schon wieder ein Schleichwerbung. Ja, das habe ich vorhin schon gesehen. Ich glaube, da war die Schlüze aufgeschlagen. Weiß nicht. Ich kann die nicht bekleben, die oben. Doch, ich habe sie. Nein, sie ist abgeschüttelt. Mann am Boden, ja. Der, im Boden, glaube ich, schon mittlerweile. Im Profil, Mann im Boden. Mann im Boden. So, das war's. Jetzt müssen wir hier Typhon, Typhon killen. Uäh, Chemiesoldat. Ich verblute! Ich wurde in die Luft gejagt! Ich verblute! Die Leute haben Probleme, oder? Aber echt mal. Kommt mit reellen Problemen zu uns, ehe ihr sterbt! Ich habe ihn gerade tot geschrien. Ach nee, es war Kabu. Das wäre cool gewesen. Alle hat er schon. Noch ein Knaller, aber wie viele Knallharte hier sind. Bumm. Naja, freu dich doch, dass wir mal ein bisschen was da haben, was uns unter Umständen vielleicht in Zukunft Probleme bereiten könnten, wenn wir nicht so stark wären. Jetzt habe ich hier Säure, ich habe Schock, Waffefeuer kann ich mir dafür auch reinschmeißen, das geht schon mittlerweile. Keine Sorge, Cabo, ich töte ihn. Oder ich fress dich erstmal vorher. Wow, wer hat ihn jetzt getötet? Weil. Kann sein, dass das mein Säure-Effekt war. Oh, kommt denn der her? Gut, dass er mich ignoriert. Das ist schon ein Schrotwind im Rücken. Das ist eine echt gute Idee. So, hier liegt noch Zeug. Ey! Wo war denn das jetzt? Schreit jemand um sein Leben? Weiß ich nicht. Halleluja, irgendwie buggt das hier jetzt gerade ganz arg. Ach, da. Da oben. Jo. Da. Backe, backe, Kuchen. Der Edwin rennt halt auch nur an den Dingern vorbei. Wir haben fast 50 Energiekerne. Schockkerne fehlen auch noch. Oh. Oh. Immer kommt ein Chemiesoldat, wenn ich eine Chemieraketenwerfer raushole. So gemein. Mhm.
Endlich ein wenig Beute. What the fuck? Die explodiert irgendwie viel zu sehr. Ja, da kam irgendwie gerade ein Lenz-Soldat mit Raketenwerfer um die Ecke. Oh, guck mal! Das hat er sich auch wieder anders vorgestellt. Und da ist ein Commander und... Hier, Junge, hast du einen Raketenwerfer, aber denk dran, das darfst du nur gegen Ziel auf große Distanz einsetzen. Alles klar, um die Ecke gehen, erstmal 3-4 Leute. Kommando. Ach so, du bist am Sterben. Ja, schon. Neue Stärke durch was? Hä? Da ist er schon tot. Okay. Eine SMG. Ja, das ist unser Ninja-Gucke. Das ist eine SMG. SMG ist ein sehr männliches Gewehr. Projektile prallen ab. Double. Leute. Wer ist hier wie Soldaten? So. Ich hab meins gesagt, jetzt ist es meins. Fast schon voll, ne? So, das haben wir jetzt auch schon geschafft. Dann machen wir das andere noch. Wir haben jetzt zwar noch den einen Typen. Das Ding wieder. Peng, peng, peng steht dabei in der Beschreibung. Achso. Peng, peng, peng. Guck's mir mal an. Ach, das. Ah, ja, okay. Ich glaube, das ist das Ding wieder. Hat meine auch peng, peng, peng? Nee, bei mir steht der elektrische Todbringer. Ist es das gleiche? What the fuck? Aha. Oho. Sogar mit einem coolen Ziffer. Hey, das Ding ist cool. Schlagzeit, genau. Und zu dritt racen sie weg. Ach, das ist. Ach, das ist Deathwing. Bloodwing. Deathwing ist was anderes. Deathwing, was? Ich wollte gerade sagen, was ist denn mit Deathwing? Könnte es sein, dass das Ding auf uns steht? Möglicherweise. Ja, wir stehen auf euch. Warte, lass mich da raus, ich will da nicht. Genau, ihr könnt uns auf diese Weise könnt ihr uns tragen. Das ist sehr angenehm, also, muss ich sagen. War ich überhaupt richtig? Endlich meine Reifen. Das ist nämlich meine reifenschonende Fahrweise. Ja, gell? Vor allem, die geht auch wirklich. Also, so sind wir wirklich Licht. Ah, ja, doch, so sind wir. Das ging jetzt mal eben fix, ja. Langweilig. Wir müssen umdrehen, ne? Immer so. Ja, oder? Kommt drauf an, was wir jetzt gerade. Na, jetzt nochmal komplett zurückzufahren? Nee, dann machen wir es erstmal. Dann machen wir die Quest weiter. Den sanken Sie, Kotknacker jetzt einfach weiter. Geil. Das ist so schwer, das nicht Kotknacker auszusprechen, ey. Kotkacker anal. Der war nice. World largest bullet. Du wirst deine Augen nicht glauben. Pulse and stupid, was? Stupefying. Warum? Ich will nicht getragen werden. Aber warum denn nicht? Ja, tschüss. Tschüssi. Ah, da ist cool, das ist zwar da hinten. Warum ist der Schützenplatz eigentlich nicht besetzt? Ah, doch ist er. Bloß Mordecai sitzt da ein bisschen komisch drin, oder? What the, was war das? Was? Irgendwie sitzt du ein bisschen komisch drin, Cabo. Echt? Dann machen wir das im Video. Cabo, wie sitzt du denn immer so? Ich sitz da normal drin. Bei mir sitzt du auch normal. Normal. Bei mir auch, ja. Aha. Du hältst da die Hände ein bisschen weit hoch. Du hast quasi. Feuert er uns an. Wir haben engorged. Noch nicht aus mit dem Verbundlicht. Wegen der Nebenwirkungen sollen ein paar messende Beulen sie davon abhalten, die Frau zu befriedigen, die sie niemals kriegen werden. Holen sie sich jetzt engorged. Und ihr Leben wird nicht mehr das alte sein. Wir haben die nötigen Teile beisammen. Die Mission verläuft planmäßig. Der Zünder dürfte fertig sein, wenn du den Code hast. Engorge! Dieses Engorge, ey. Engorge! Das Ding macht keinen Schaden.
Vor allem ein paar nässende Beulen, ne? Ist der Kurt hier? Jo. Wir sind sogar richtig. Kuppel. Muss irgendwas schief laufen. Das ist nicht normal. Ich glaube, ich nehme mal die Explosionswaffe rein, da habe ich wieder was Spezielles. Dürfte gehen, oder? Ja, das geht besser. Das geht mit Engorge? Das geht mit Engorge, ja. Eine steile Karriere. Engorge, das einzige Produkt, für das der berüchtigste aller Frauenhelden persönlich wirbt. Mr. Shang. Meine Mission ist abgeschlossen. Wenn du den Code hast, komm zu unserem vorherigen Treffpunkt. Auf immer Ende. Och da Mann, ist eine Waffenkiste. Das andere war besser. Ah. Oh. Bin ich hier eigentlich nirgendwo? Wir brauchen kein Wasser. Vierfacher Feuerelementareffekt. Ja, also hier ist eine gute SMG, die ist ganz hübsch. Wirklich. SMG? SMG. Erst ihr G. Ach, hier sind Automaten. Wieso? Mein Gott. Plus 500% Feuerstoß. So. Die war schlechter. Wir brauchen kein Wasser. Mhm. 64 Raketen. Da wollte ich eigentlich nicht rein. Aufschlagsgewinn. Komm ich auch wieder in raus? In der Puff. Hallo? Kann. Ah, geht. Mal hallo. Hallo. Inventar-Upgrade. Warte mal, ich steig mal bei dir schon mal ein. Ich muss nämlich ein, zwei Minuten Fuji gehen. Ich gehe in den Minenlegerplatz. Fuji gehen. Nein. Okay. Alright then. Bei dich zum Schützen. Der Blastplatz. Oder auch nicht. Nee. Schützenplatz da. Okay. Machen die da eigentlich? Sprengkapsel erhalten. Ah, dafür müssen wir wieder zurück, okay. Taunten. Macht die Bomben klar. Gesucht tot. Die beiden Trupps, die werden hoffentlich noch kommen irgendwann. Kleine Leute, große Ex. Hier können wir doch noch abliefern, oder? Ne, das ist auch da unten. Ja, sie brennt. Nein, ich hab nur eine Kerze. Okay, dann können wir eigentlich die Bomben klar machen. Leute. Ja, ich lebe noch! Ja! Warum bin ich tot? Warum? Hä? Ich bin ausgestiegen! Ich bin noch ausgefahren. Puh, ich willst du mich fuck. Ja, wow, toll. Toll, dass du mich gekillt hast. Hier ist alles voller Riesenspinnen und Autos und. Oh, Ey, nein! Ich wollte dich eigentlich retten, aber. So kurz vor der Pensionierung. Ah, sehr schön. Okay, gut. Ich wusste mir, wie viel Leben der hat. Verkaufen. Gott, beim nächsten Mal verkaufen habe ich eine Menge zu tun. Alter, statt mich abzuholen, machen die bitte. Ach nee. Ah, das war gar nicht Yoshi. Das ist ein Gegner. Ah, jetzt sind sie. Sprengkapsel. Fahren wir einfach mal Richtung. Oder? Sprengkapsel? Hat sich Carbo nicht irgendwo reingesetzt mal? Ah, das Carbo war im zerstörten Auto. Ja. Also, was macht ihr denn? Fliegen. Einen schönen Looping. Carbo rennt irgendwo hin. Dann gehen wir mal. Gehen wir Carbo mal rennt irgendwo hin. Wo rennt Carbo? Ah, da. Hä? Okay. Carbo? Ich würde sagen, gehen wir mal zurück. Hier zum anderen Gebiet zurück. Dingensbummens. Fahrzeug kaputt gemacht. Sowas aber auch. Mann. Noch ein Gunner. Sind noch irgendwas drin? Zurück, also einmal wieder hochfahren. Godwin, komm her. Ich bin ja schon dabei. Los. Yoshi fährt mir irgendwie zu betrunken gerade. Nur unkonventionell. Mhm.
Ja, du machst auch nicht gerade besser gerade. Ich bin im Kreis gefahren. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ah, das ist die Mine, die Yoshi gekillt hat. Ah, ah, ah. Ich hasse sie. Nein! Nein! Ja. Nein. Wieso? Du Krotze. Warte mal. Nein, schlägen. Ist doch alles anschießen, aber nichts töten. Hm. Okay. So, gucken wir mal, was ist das erste auf unserem Weg? The bridge. Nee, the which way. Which way? Also irgendwie. Das ist seltsam irgendwie. Ich hab irgendwie. Weiß nicht, erwartet, dass es. Nein, obwohl ich sag's lieber nicht. Ich sag's lieber gut. Nicht. Okay, wir können eigentlich den ganzen Weg wieder normal zurückfahren, aber hier unten können wir noch kleine Leute große Experimente machen. Ja. Ja, okay. Ich glaube, du darfst wieder mitfahren mit uns. Ey! Wieso? Wir hatten ja eine Reise. Gerade abgebrochen zum Glück. Oh. Du hast es initiiert. Geht doch. Oh! Cool! Gehört? Geht doch. Ja. Gut. Nein. Aber das ist, glaube ich, schon länger da, diese Quest. Die haben wir irgendwie immer ignoriert. Weil der Claptrap so blöd klingt. Ja.